herzlich willkommen zu einer neuen Folge der wunderprächtigsten Soulink auf diesem Planeten, zumindest in Pokémon Schwarz und Weiß 2 mit uns beiden. Flockbird und Blockbird. Oder so, keine Ahnung. Flockbird und Blockbird. Alter, finde ich schon gut. Wir haben ein bisschen trainiert, ne? Ja, trainiert haben wir, richtig. Unsere neuen Encounter der letzten Folge, Vorsicht, Spoiler. Dialga und Magbrand. Digga, so ein Banger-Trio. Alter, ich habe zwar eine Kackfähigkeit, wie das Banger-Trio ist. Ja, die sind so stark wie drei auf jeden Fall. Ich habe zwar eine Kackfähigkeit mit Minus, das muss ich zugeben. Aber ich habe mit dem scheuen Wesen, Lichtkanone, Kreuzflamme, Schlammwoge, einfach den Banger des Todes. Hast du einen Expertengut oder so? Nee, leider nicht. Boah, Alter, das ist ja übel krank. Ja, kranker Typ. Ich habe Magbrand, Kopfnuss-Grasmixer, Borschnabel, das war ja das, was er auch schon konnte. Der hat jetzt noch so Blockbefehl gelernt und dies und jenes. Das war alles ganz cool. Habe mich dann aber für die TM-Falterreigen entschieden, die wir noch mit dabei haben. Sturzbereitsfähigkeit, ja, bringt jetzt nicht so viel. Minus-Attack mit dem Moveset bringt jetzt auch nicht so viel. Plus Spätstaff, ist okay. Also ist jetzt noch nicht so super krass, aber sieht halt geil aus, ne? Sieht halt schon mächtig aus. Ja. Ich habe versucht, Psyana-Scanner beizubringen. Es kann nur Basilisk aus diesem gesamten Team, kann nur Scanner. Also, okay. Deswegen die TM leider nicht so cool, wie ihr alle gesagt habt in den Kommentaren. Und jetzt geht's nach Raiono. Für Dialga und Magbrand haben wir jetzt Hornliu und Tangela auf der Box gelassen erstmal. Ja. Und was jetzt halt auch noch Banger-Duo werden könnte, ne? Muss man sagen. Ja, also Tangela ist, glaub ich, echt... Krass, warte mal, habe ich jetzt eigentlich meinen Evolit auf Tangela gelassen oder habe ich den hier bei mir? Du hast einen fucking Evolit, haben wir. Ah, ja, den habe ich hier bei mir. Okay. Stimmt, wir haben den Evolit, ne? Kann ich jetzt nur noch Sneebel geben? Sneebel braucht kein Evolit, Digga. Doch, Sneebel mit Evolit ist super cool. Mega krass, ja, ja. Heißt, was muss ich hier machen? Zum Tag verlängert die Dauer von Sonntag, wenn der Träger ihn einsetzt. Na gut, okay. Boah, ich habe richtig Bock auf Encounter, ne? Ich auch. Weil wir gerade erst Banger-Encounter hatten, also für euch ist schon zwei Tage her, aber wir hatten das gerade, das Adrenalin pumpt noch durch den Körper. Bam, bist du dir sicher, dass es zwei Tage her ist? Ja. Könnte auch nur ein Tag her sein, ich weiß es nicht. Nö, sollte schon so sein. So, du bist jetzt direkt nach rechts gelaufen, oder was? Ja, einfach mal hoch, nicht in den Freizeitpark rein. Ach, nach unten also. Sehr gut. Unten, oben, unten, wie auch immer. Wir können ja erstmal versuchen, hier rauszugehen, ich weiß nicht, ob man rauskommt. Doch, kommt man. Wenn du das sagst. Ja, siehst du? Ja, der Sportsfreund hält uns nicht auf. Sehr schön. Ich kenne mich doch hier aus. Ich habe gar keine Erinnerung an. Und dann haben wir hier nämlich Route 16 und Herbst. Ist blöd, aber ist wie es ist. Warum? Oh, wo kommt er? Oh! Was ist los? Da war einer. Naja, ich bin eiskalt entkommen. Okay, wir können rein. Encounter. Ja, ich. Nein, rein jetzt! Ich muss doch Hope erstmal wegmachen. Labras! Mir gefällt das. Mir. Persönlich Mir würde Lapras nicht so gefallen, weil es wäre mein 500. Wasser-Pokémon. Ja, noch selbst mehr Wasser-Pokémon für dich. Selbst mein Feuer-Pokémon hat Sturzbereiter so also Wasser trinken. Och, Mann. Warum? Selbst Cleopatra ist scheiße. Boah, aber Cleopatra ist noch okay. Versuch's dir nicht schön zu reden, der ist scheiße. Oh mein Gott, wir haben keine Bälle mehr gekauft. Ich nein! Du hast absolut du recht. Auch nicht, ne? Nee. Egal, stall den und werf den Timerball. Und schläfer den ein bis dahin. Du hast so viele Tools, um das zu machen. Lavasturm, jetzt chillig. Du kannst den auswechseln. Er trappt mich. Oh. Halt's Maul. Lapras. Du wirst jetzt nicht die Eiger umbringen, das kannst du vergessen. Ey, kill Lapras zur Not. Töte den. Mach alles drauf. Lichtkanone. Kreuzflamme kann missen. Nee, kannst nicht. Eine Kreuzflamme kann missen. Nein, kannst nicht. Aber ist doch trotzdem stärker Lichtkanone, oder nicht? Wie stark ist Kreuzflamme? 100. Ja, ist stärker Lichtkanone. Ja, dann go. Mach den weg. Ja, ich geh mal dafür. Du willst doch nur für die Lulus werden, Alter. Erzähl mir doch nichts. Ich kann mit Cleopatra leben. Alter, so ein Biest! Es war nach Lapras nur sehr enttäuschend. Eisstein? Du könntest halt einmal heilen. Ja. Versuch mal auszuwechseln, wahrscheinlich geht's nicht. Ja, getrappt ist getrappt, ne? Ich gehe mal auf hier Verschoner. Ja, ich weiß halt nicht, wie lange es andauert. Du könntest versuchen, es zu stallen, aber ich würde jetzt schon mal full heilen, glaube ich. Weil Lavasturm plus Chip. Lavasturm hat eben schon gut reingeballert.
Boah, brauche ich einfach schon einen Hypertrank für. Wie viel macht Tafelwasser? Auch nur 50, ne? Ja, ja. Supertrank macht mehr, oder? Supertrank macht auch nur 50. Ja, ja, baller den Hypertrank da rein. Ja, ich baller, weil gar kein Problem. Das war doch vorhin ein Crit auch, Lavasturm, oder? Nee. War das ein Crit? Ich glaube, ja. So. Jo, chill doch, Lapras! Was denn? Geht aber. Der Lapras ist, glaube ich, schon hart zu fangen, ne? Ich glaube, also ich würde jetzt nochmal. Ich würde jetzt mal ein Bällchen werfen. Ja, ich habe ja noch zwei super Bällchen. Wir müssen gleich du bist halt irgendwann auch nicht mehr getrappt, ne? Irgendwann bin ich nicht mehr getrappt, dann kann ich raus. Oder kann ich nicht einfach fliegen? Geht das nicht? Ja, würde bestimmt auch gehen. Aber wäre halt schon cool, Lapras zu fangen, ne? Alter, wow. Warum? Hat das auch so viele gemacht, weil Stab und alles und so, aber... Ja, wenn du jetzt nicht befreit wirst, musst du den, glaube ich, killen. Aber denk dran, dass du ihn bin langsamer jetzt, ne? Ich würde fliegen, glaube ich. So weh es tut, ne? Flucht unmöglich. Okay, aber... Ja, dann musst du angreifen. Aber ich bin langsamer. Ja, aber was willst du sonst machen? Du kannst ja nichts anderes machen. Wenn der jetzt stirbt, nicht rasse aus, Lapras. Heilblockade. So eine Sau, echt. Ja. Also tut mir leid, Leute, aber ich werde jetzt die Alga hier nicht an dem Lapras verlieren. Nur für ich den glaube, Lapras. Das kann... Also Lapras wäre insane cool gewesen. Ich finde, da könnt ihr Blocky auch einfach mal ein bisschen haten. An der Stelle. Ja. Gut, damit ist Philly Lou leider verloren. Ich glaube, es ist okay für mich. Also ich wär traurig an deiner Stelle. Ja, verstehe ich. Ich glaube hier, wenn man noch ein bisschen hochgeht, kommt noch ein Encounter. Ja, wir können auf jeden Fall noch weiter gucken. Wir können hier ein paar Trainer wegklatschen und so. Das geht auf jeden Fall. Aber denkt dran, Level 32 ist Levelgrenze. Da müssen wir ein bisschen... Ja, okay. Bisschen drauf achten. Ja, okay. Kannst du mir noch dreimal sagen, ich achte nicht drauf. Oh nein. Was denn? Der Endgegner. Ich hab ein bisschen Angst vor Nocturne, bin ich ehrlich. Ich hab so schlechte Death. Hast du das? Ja. Nee, wenn da jetzt eine Steinkante oder so ein Scheißdreck kommt. Eine Steinkante. Als ob. Ich weiß doch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Nocturne ist ein bisschen beängstigend. Na. Ach, Holger ja. Macht das. Holger macht das. Ich sehe den Punkt irgendwo, ne? Aber. Okay. Dein OBS ist gefreezed bei mir. Oh nein, das tut mir aber leid. Ich seh nix. Was hat er gemacht? Minus? Spezialverteidigungen sind stark. Ja, okay, habe ich trotzdem jetzt nicht so mega Respekt vor. Stark? Pulver Snow. Ein Item. Ein Flammenmodul! Was ist los? Was passiert? Was hat er gemacht? Warum? Warum tust du das? Ich speichere mal. Hä? Was hat er denn gedrückt? Ja, er hat erst irgendwas gemacht. Oh, okay. Was meine Spätzle vom 2 Stufen sinkt, dann habe ich gesagt, ich habe keine Angst, ein kompletter Sturm plötzlich. Zum Glück hat er keinen Spezialangriff, der Boy. Ja. Ja, hier oben gibt es nämlich noch einen Routenwechsel. Ich sehe immer noch nichts bei dir. Hein der Täuschung. Echt nicht? Nee. Das ist ja gemein. Oh, der wurde aufgetaut. Aber lass kurz pausieren sonst. Siehst du echt nicht? Nein, das hängt. Jetzt, warte, jetzt. Jetzt sieht's gut aus, ja. Ja. So. Ja. Okay. Ich glaube, der hat gar nichts Physisches, hoffe ich zumindest. Bestimmt nicht. Der stirbt doch einfach an einem Bohrschnabel, oder? Hä? Ja, aber wusste ich ja vorher nicht, ob ich schneller bin, ob ich genug Damage mache, was boah, er dafür sagt. Boah, du Overthinker, Alter. Mach das ja, einfach. Ein bisschen schon. Da gibt's aber ein Item da drüben. Beim Zerschneiderbaum. Oh, wir haben Zerschneider, oder? Ja. Haben wir Zerschneider? Ja, das ist Orden 1. Ja, sorry. Wir kriegen gleich Survey die Murphy. Survey die Murphy? Premier Ball. Wow, oh, krass. Warte mal. Du hast absolut recht. Da teleportieren wir uns kurz zum Supermarkt und wieder zurück. Let's go. Der Hain der Täuschung. Noch eine, die machst du, oder? Ja, let's go. Ja, hast du für irgendwas Angst? Nö, hoffe nicht für dich. Let's go. Mein Encounter ist ein... Alter, fick dich doch.
Was für Radfratz? Was für Goldini? Wobei ich schon irgendwie Bock auf Radikal habe. Ich sag ganz ehrlich, das ist ein Encounter, den wir jetzt hoffentlich einfach mal fangen, eintüten und dann ist gut. Ja, schauen wir mal, ne? Einfach mal safe haben, den Mist. Der ist nicht gerandomized, Alter. Na klar ist er gerandomized. Der drückt einfach Blubber. Ja, ja, ist doch gut, hast einen Stab. Denk dran, dass es risky ist, den zu... Nein, ich trug zwar den. Auf 1 KP, ja. Aber wenn der Risikotackle einsetzt, ist der tot. Ja. Dann das meine ich. Ist Goldini halt tot. Na, wir brauchen jeden Encounter. Es wird noch irgendwo ein Kyogre auf uns warten. Such den lieben langen Tag nach Futter. Da sei... Oh, ich habe gerade nur gesehen, wie du so machst. Und ich dachte, es ist over. Ich habe nicht gesehen, was auf deinem Monitor passierte in dem Moment. Die Alge. Da seine Nagelzähne immer nachwachsen, wetzt es sich an harten Objekten ab. Boah, der Wetzer. Der Wetzer. Okay. Nicknames. Atze. Deiner ist Atze. Ja, finde ich sehr, sehr passend, ehrlich gesagt. Hast du auch einen für Goldini? Ja, Cedra King. Cedra King? Ja. Cedra King. Wie schreibt man Cedra King? Passt aber gerade so rein. Goldini, Radfratz, stark. Sehr gutes Duo. Ich sag aber, irgendwie habe ich Bock auf Radikal. Also, keine Ahnung warum. Aber wahrscheinlich, weil ich den so lange nirgendwo gesehen habe. Aber es hat Schlimmeres für mich gegeben. Ich habe die Muschelglocke gefunden. Ja, ich habe die Muschelglocke gefunden. Oha. Seegesang. Das gebe ich die Alge einfach mal, weil ich eh nichts Besseres habe für den. Boah, aber die Pokémon sind schon auf einem harten Level, du. Auf einem harten Level? Ja. Ist auf ein weiches Level. Och, der jetzt einfach voll Loop einfach auch. 26, du. Kannst du den einfach killen, Psyana? Na klar. Oh. Toxic! Toxic ist in Ordnung. Mega frech. Was gibt's denn hier? Nein, der Täuschung, das sind so Gebiete, ne, von denen ich noch nie gehört habe. Ja, warum gibt's denn hier auch noch Trainer und so ein Schissel? Was für X-Abwehr gefunden? Der Trainer ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Vor, Er überdenkt sein Leben hier im Eckchen. Ja, ich auch gerade. Wie heißt sie? Ist komplett weg. Ich bin bei Enigma, aber das ist ein paar Gens später. Enigma, du meinst, Ja, die meine ich. Das die meine ich. Das Model. Genau, das Model. Ja. Dornfan, der Geile. Der Legendary Elephant. Da bin ich großer Fan. Ey, du hast ja am Wochenende eine krasse Story erlebt, ne? Erzähl doch mal. Das war so. Ich war mit meinem Auto unterwegs. Ja, und dann? Gab's plötzlich ein Ruckeln im Auto. Und im nächsten Atemzug, wieso habe ich denn eigentlich so eine Bodenschwäche? Was ist denn? Nee, lenk nicht ab von der Story jetzt. Ja, plötzlich gab es so ein, so eine Art Ruckeln im Auto. Und dann anschließend ein rasselndes Geräusch. Mhm. Und naja, wie das halt so ist, ne? Man dreht die Musik ein bisschen lauter, ist das Geräusch weg, alles gut. So macht man das. So macht man das. Turmkick, ja, chillig, okay. Und dann ist Folgendes passiert, nämlich bin ich am nächsten Morgen zur Arbeit gefahren und das rasselnde Geräusch war immer noch da. Und da dachte ich mir, bringe ich mein Auto in die Werkstatt. Und bin aber erst zur Arbeit gefahren, weil die Werkstatt macht natürlich später auf, als ich anfange zu arbeiten. Und dann so irgendwann später dachte ich mir, jetzt fahre ich hin, mach mein Auto an, geht nicht mehr. Stark. Ja, und jetzt, dann stand ich da, wie blöd. Ja. Und alles war ein bisschen scheiße. Und jetzt steht mein Auto da immer noch blöd. Digga, was ist das gerade auf dem Screen? Schlimmer Ort. Und dein Auto steht jetzt wo bei der Arbeit? Werkstatt. Werkstatt, okay. Wir haben es abgeschleppt. Ja, ist ja praktisch. Na, weiß ich jetzt gar nicht, wie praktisch es ist. Naja, ist ja praktischer, wenn es da steht, als wenn es jetzt bei der Arbeit stehen würde. Ich hätte es lieber bei mir vor der Tür gehabt. Ja, ein Teil, vermutlich. Ja, das wäre auch nett. Ja, sehe ich. Hast du Probleme gegen Radfratz oder was? Warum kriege ich keine Antwort? Einmal, ich switch lieber, als dass ich flüchte.
Der konnte irgendwie nicht flüchten gerade. Panzerschutz. Ich hab so Angst gehabt gerade. Dass da jetzt irgendwas Dummes kommt und ich einen wilden Radfratz den verliere, ne? Das wäre so dumm gewesen. Ich finde aber sehr, sehr geil. Ich wusste gar nicht, dass du irgendwas erlebt hast dieses Wochenende. Ja, ja, ich weiß. Ja, und ich dachte mir, ich reite dich jetzt mal in die Scheiße. Ich habe auch sonst, also mein Wochenende war halt wirklich, es war ruhig, ne? Also meine, also Anthony, Nils, Nathan und Ingwer sagt, ist ja ausgewandert. Wohin? Achso. Die war weg. Dieses Wochenende. Wohin? Dann, ja. TM Charme, hier oben kriegst du ein TM von dem Wanderermann. Ja, ja, ich weiß. Und zwar bekomme ich da... Wasserring. Das war ein Zoroark. Au, stimmt. Alter, Lustig. Was für ein Meister der Tarnung. Oha, wild. Ist Foreshadowing auf N. 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 Was liegt hier eigentlich im Craze? Weiß ich gar nicht so genau. Ich habe vor Ewigkeiten übrigens mal den Kommentar erhalten, was unsere Lieblingsanimes sind, dass wir doch darüber mal reden können. Wer bist du denn eigentlich, dass du jetzt also gibt es einen Trainer, gibt es ja. Auf der Route. Gar nicht. Wo gibt's denn noch mehr? In dem Grasbüschel, ganz unten war noch einer. Ich hab, das ist der dritte Trainer oder so. Das ist frech. Du Opfer. Ja, wir können jetzt gerne über meine Lieblingsanime unterhalten, ist doch gar kein Problem. Ja, okay. Ja. One Punch Man, oder? Nee, Naruto tatsächlich. Ist das ein... Glaube ich dir nicht, aber es ist eine gute Antwort. Ja, weißt du. Ant-Man? Lichtkanone in deine Fresse? Denkst du, du bist krass, oder was? Warum hat Megani eigentlich so den Move, der am besten zu dem passt? Solarstrahl. Einfach Solarstrahl? Ja. Aus der Hölle. Na gut. Ja. Das sehe ich aber den Punkt. Alter, 30 für die Alge. Auf der anderen Seite gibt es übrigens auch noch Level. Encounter-mäßig, ne? Wie auf der anderen Seite. Von Stratos City aus, meinst du? Ja, genau. Ja. Hör auf, mir irgendwelche Bären zu geben! Wer seid ihr denn? Seid doch froh drüber. Bärenmafia oder was? Die Berry-Mafia. Barry Mafia. Was ist passiert? Also, guckst du einfach nur wegen Kyurem so? Also, oder? Plötzlich kam die Todesmusik. Ach so, okay. Und ich hab mich richtig erschrocken und dachte, ach, was kommt jetzt? Was ist das krasser als die Alga? Junge, du hättest da auch fucking statt Goldini hättest du Kyurem da haben können. Ja, aber wäre halt ich mit Radfratz gepaart gewesen. Gar nicht so. Ich hätte ihn auch nicht entwickelt, ich hätte ihm Evolit gegeben. Oder Ewigstein. Einfach nur so aus Meme. Ja. Sehe ich aber den Punkt. Ah, das ist auch ein Trainer, ey. Ich hab mich einfach an dem vorbeigesneakt. Wie kannst denn du jetzt erst bei diesem Trainer werden? Was ist denn da los? Aber Paul Lipp ist interessant, weil es den auf der Route tatsächlich gibt. Was? Ja. Auf der? Ja. Also in diesem Randomizer hier. Ach so, ja, okay. Ich war Macho-Band hier, den Typen musst du ansprechen. Was denn? Macho-Band. Sie hat gerade gesagt, da hat sich ein Zoroark eingenistet auf der Route. Zoroark. Der hat dich gespoilert. Also wollte dich spoilern. Hat es nicht geschafft, weil ich schneller war. Ja, also Naruto bei dir, dein Favorite Anime. Ich würde sagen, dein Favorite Anime ist Dragon Ball. Nee, Naruto. Boah, warum soll ich lügen? Was ist los? Weiß ich auch nicht. Z oder Super? Naruto? Gibt's keinen Z oder Super? Ja, aber wenn du jetzt sagen müsstest, so Dragon Ball. Ich weiß, du bist nicht der größte Fan, aber Beerus Figur da im Hintergrund steht auch einfach nur so da. Boah, Z ist halt. Beerus sehe ich nicht. Ich dachte, das ist von Naruto jemand. Achso, nee. Mist. Aber kann man mal verwechseln. Boah, Z ist halt sehr nostalgisch, aber ich glaube, Super finde ich cooler. Echt? Ja. Ich habe jetzt Super, bin dabei, das zu rewatchen und ich muss sagen, boah, ich habe es besser in Erinnerung gehabt. Aber, ja. Okay. Ich mag beides. Okay. Halkia? Ja? Hey, du hast ja die Dreieinigkeit der heiligen Megadrachen. Was ist mit Zekrom und Reshiram? Die sind egal.
Letarkaing. Leider. Oh, mit random Fähigkeiten nicht ungefährlich, der Boy. Nö. Du, und Level 27 ist auch ein sehr hohes Level. Irgendwie aktuell. Ich hinke so ein bisschen hinterher. Nichts von mir bekommst du wirklich. Boah, das wird so viel Schaden machen. Hör auf mich zu gähnen. Arsch. Hör sofort auf damit. Bodycheck? Ja? Das hat jetzt realisiert, dass du Bodycheck gesagt hast, Digga. Das war ein Non-Crit. Ich hätte vielleicht auch einfach in Stalos gehen sollen. Ich vergesse immer, dass ich Stalos habe als absolute Wall des Todes. Hör auf, Gainer zu drücken! Es reicht! Das macht man im VGC so. Einfach immer Gainer auf den einen Slot. Zwingt dich immer zum Wechseln. Tempomacher hat der. Toxin, du Loser! So ein Opfer. Boah, Rambos wird wahrscheinlich nicht viel machen. Erdkräfte ist auch schon nicht. Geiler, glaube ich, ja. Bodycheck wird er sich halt selbst vernichten. Er kann nur Gainer. Ich sag, er kann offiziell nur Gainer. Ja, vielleicht ist er gechoiced. Wahlbrille geht. Hier steht doch nicht ein random Trainer. Jetzt kommt die Steinkante auf Wolbert. Hör auf! Boah, ist er gedodged? Ja. Wolbert ist ein Profi in seinem Beruf. Digga, Steinkante aber auch anders wild. Ich liebe Schlongos, ne? Ich finde ihn so cool. Ich habe einfach zwei Schlangen in meinem Team. Ja, und eine in der Hose. Oh ja, ne, drei sogar. Drei? Ja, ja, wenn wir ehrlich sind schon. Ja, hör auf jetzt. Aber ist halt so, ne? Manchmal. Kriegst du eine Vergiftung, bitte? Boah, macht das viel Damage, Digga! Jaira, du bist so ein Biest! Holy shit! Holy shit! Was ist die Licht? Ne, was hast du eingesetzt? Schlammbube. Ja, aber dein Jaira ist wirklich sick, Alter. Das hat noch nicht mal, also quasi keine EVs, ne? Ja. Das ist crazy. Das ist geil. Der ist ja ganz frisch als wildes Pokémon im Team. Der ist frisch auf der Welt gekommen, ne? Das ist richtig. Richtig. So, jetzt werden hier mal die Trainer weggeklatscht, du. Als gäb's kein Morgen. Als gäb's kein Morgen. Gäb's kein Morgen, man. Ich würde halt echt gern so nochmal eine Runde heilen. Ja, manchmal ist Heilen gar nicht so verkehrt. Sage ich auch oft. Viele finden das uncool. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben. Voll unmännlich. Ah, oh, das war blöd. Unmännlich. Wurde auch in die Kommentare geschrieben und das finde ich. Unmännlich. Erstens ein bisschen frech. Unmännlich. Ja, was für unmännlich, Digga. Zweierlei Sachen fallen mir ein. Ich bin nämlich gar nicht so unvorbereitet, wie du denkst. Erste Sache ist, ich gucke das Holy Cast so gerne, aber sobald dieses Stimmenverstellen losgeht, bin ich raus. Ja. Lass Dialoge heute richtig viele vorlesen. Ja. Einfach nur, um richtig toxisch zu sein. Ja. Sehe ich aber den Punkt, ja. Die Kommentare sind manchmal toxisch, wir sind jetzt auch toxisch. Jetzt geht's. So macht man das nämlich. Genau. Die zweite Sache, die doch war... Ja. Jetzt hab ich's irgendwie vergessen, ne? Ach ja, wir sollen nicht so viel rausschneiden. Aber das war halt in der Folge, in der. Alter, alles mal kacke. In der wir gerestartet haben. Das war der dritte Run. Erste Folge. Ja. Ich meine, wir hätten nochmal alles zeigen können, wenn wir jetzt aber nicht in Folge 12, sondern in Folge 20. Ja. Oh, warte, Doppelkampf. Boah, Doppelkampf ist frech. Da kannst du stärker einsetzen. Da kriegst du locker nochmal einen Encounter für uns. Weiß ich jetzt nicht, aber könnte halt sein. Wollen wir mal auf die andere Seite hasseln vielleicht? Dann noch einen Encounter, weil vielleicht ist irgendwas Krasses? Lass doch Trainer hier erstmal, lass doch erstmal. Ja, aber vielleicht können wir die Trainer dann zum Trainieren von dem anderen Pokémon noch mitnehmen gleich. Ach Quatsch. Wir haben doch ein krasses Team. Das geht krasser. Stell dir vor, ich finde noch Zekrom oder so mit Raupi als Partner. Zekrom und Raupi, ja. Fände ich auch gut. Hatten wir nicht schon mal Mewtwo und Raupi? Oder war das nur immer so ein Beispiel, was wir gewählt haben? Imaginäre. Du bringst das immer als Beispiel. Und ich glaube, du denkst, das ist die Wahrheit. Aber ich glaube, du hast das irgendwann mal geträumt oder so. Ach so, okay. Kann sein. Wir gehen mal an Holger. Warum machst du eigentlich einen Doppelkampf? Bist du lost? Warum denn? Macht man doch. Oh. Doppelkämpfe sind doch nicht. Sind die wahre Herausforderung in so einer. Dings. Ey, der klaut mein Evolit! Das geht gar nicht. Jetzt außer hat der Evolit. Oh mein Gott, das ist viel zu stark. Ewiges Eis hat Holger doch nur. Eis, die Zippelzunge! Schuppet! Hol sie dir! Jetzt hol ich oder mir. Nie. Die hol ich mir. So eine kleine Ratte. Okay, aber trotzdem beide. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Ich muss aber sagen, dass die Animats. Als VGC-Profi hätte ich dir das sagen können. Das ja, ich tatsächlich auch, ehrlich gesagt. Also hätte ich auch wissen müssen. Das stimmt, ja. Aber es hat mich kurz einen Moment verwundert. Wie ja alles stiehlt die ganze Zeit, diese Sau.
Ich will ehrlich gesagt dieses Sneeble aus meinem Team loswerden. Können wir dann in den Encounter holen? Mann! Hör doch auf! Lass doch Sneeble in Ruhe. Ich möchte das nicht mehr. Sneeble ist gepaart und das habe ich mittlerweile auswendig gelernt mit Kliprin. Und der ist echt cool. Holger ist ein geiler. Ja, das mag ja sein, aber Sneeble ist sogar Level 29 ein toter Slot für mich. Ach Quatsch, doch. Der bringt die Sonne. Ja. Muss halt jetzt ein Sonnenteam aufbauen. Ja, siehst du, jetzt habe ich den Fehler gemacht und habe nicht beiseite geräumt. Jetzt ist die Sonne traurig, jetzt ist die Kacke am Dampfen, Alter. Gegen scheiß Chlorophyll, Blubella und scheiß Eruption, Kamaup, meine ich. Ja, so ist das halt, ne? Ja. Ist doch scheiße, sowas. Da muss man aber auch sagen, jetzt bleib doch stehen! Entschuldigung. Guck mal, hier gibt's auch noch einen Encounter. Wieso habe ich denn kein Stahl-Pokémon eigentlich? Ich brauche mal ein Stahl-Pokémon, ehrlich gesagt. Willst du meinen Schlangos? Ich hab drei. Stimmt, hä? Bist du dumm? So, der Knallerblut. Ja, guck mal, Kreuzflamme plus Dürre, doch übel gute Kombi. Junge, ich klatsche dich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, bitte, aber. Was ist denn das für eine dumme Aussage? Er ist doch richtig gut. Besser als wenn du so einen Otto hast, der geflincht wird. Otto. Und schon wieder so ein Item verliert. Erstmal mein Klimaschutz-Pokémon rausholen. Dumme so ein Ding Sau, ist das Alter. Nämlich. Ich hab so ein dummes Scheiß-Team, Digga. Hä, warum? Wieso hab ich Dürre und Klimaschutz? Was ist das? Warum ist das so? Hä, aber ist doch übel gut, du kannst dann so richtig Wetter kontrollieren. Wenn du Dürre brauchst, holst du Dürre raus. Wenn du nicht so Dürre brauchst, dann machst du Klimaschutz. Ja. Ist doch geil. Jetzt mach ich erstmal Überreste. So. Ja, mach doch. Na ja. Nee, Schlammwurm ist für alle. Stopp mal. Ich find geil, wie oft mein Stollus schon getrappt wird und ich mir dann denke, ja, denk durch, ich halt Voltwechsel. Opfer. Ja, Opfer. Ach du Scheiße. Mit einem Weichei. Weichei? Den, Break, den kann ich nicht breaken, ne? Kann ich nicht breaken. Wieso nicht? Nee, der ist plus 4. Dev. Nee, ist er nicht. Ja, bist du ein bisschen spannender machen, okay. Ja, sorry, Alter, dass ich jetzt unterhalte. Was für unterhalten, ne? In dieser Richtung Wunderbrücke. Wunderbrücke, jawollo, da wollen wir hier doch. Hinten gibt es nur ein krasses Item, mit Stärke wahrscheinlich. Ach, nur ein krasses Item, wo? Ja, wo? Aber hier ist blockiert. Oh, du kriegst ein Tafelwasser. Das hol ich mir auch noch eben, Alter. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, bis hierhin zu kommen. Und man könnte generell hier wahrscheinlich Getränke günstiger kaufen, sowas wie Limonade, ne? Limonade! Ich wünschte nur, man könnte sagen, ey, ich möchte fünfmal Limonade haben. Ansonsten wird es dir nichts geben, ne? Eine Schirmdame? Ja, nö. Krass. Aber in Rayono City gibt es halt locker noch Items für uns. Ja, warst du hier oben bei dem Stärke-Dings? Ja, was wollen wir denn da machen? Wir haben keine Stärke. Natürlich haben wir Stärke! Na, aber nicht den Orden. Doch, ich hab's doch schon verschoben. Wer bist du denn? Hä? Hab ich meinen Stärke-Mod nicht mehr dabei? Weiß ich nicht. Wer hat denn Stärke? Muss man das noch einsetzen? Lass mir das einsetzen. Nee, ich habe meinen Stärkemon abgelegt. Boah, das heißt, du warst da schon drin? Nee, ich habe nur weggeschoben. Achso, okay. Ja, dann gehe ich mir, glaube ich, mal ganz fix den Stärkemon holen. Okay, das ist okay. Ich hasse VMs, ne? Ja, ist das Letzte. Ist das Letzte. Aber ich gehe schon mal rein, ne? Dunkles Gras hier. Gar nicht geil. Wer bist du? Eine Trainerin, natürlich eine Trainerin. Ratte, versteckt sich hier. Mein Stärkemon ist gestorben, ne? Das heißt, ich muss eh irgendwas beibringen. Junge, Kraftkoloss, Scheinwerfer, Orkan. Alter. Hätte mein Philidu. Den gibt's ja nicht, ne? Warte. Ich hab noch gar nicht geguckt. Ah, nee, ja, stimmt. Du kannst ja auch weglegen. Dann bin ich ja komplett umsonst hierher gelaufen. Mann, zum Heilen. Ich weiß aber auch nicht, ob du das immer machst. Mann, ich bin manchmal echt dumm. Echt dumm. Echt dumm. Okay, wer kann denn von euch Stärke lernen? Ist ja zumindest erstmal keine schlechte VM. Doch, schon scheiße. Schlongos, du Otto, Hope und Holger. Oh, hier gibt's echt nur ein Item, ne? Und Basilisk, alle können das lernen. Silberhauch, gar nicht so bad. Ant-Man anstelle von Kopfnuss. Ich meine, Kopfnuss wäre auch cool wegen Flinchy Minchy, aber ich glaube, das ist Flinchy Minchy? Ja, aber das ist verkraftbar. Ich meine, ist nur Stärke 60, ne? Wir haben ja ein Fahrrad, ne? Das kann nur Schniedel. Ja, wir haben ein Fahrrad. Ja. Nutze ich nie. Ich auch nicht. Vergesse ich immer. Digga, ich bin auch out of control gerade. Ja, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Also für mich. Was gab es da für dich? Eine TM? Eine TM Silberhauch war es für mich jetzt.
Kann aber keiner lernen. Außer Sneeble. Oh, dann ist sad. Ja. Außer Sneeble? Ja. Ja, du versuchst Sneeble aber auch gar nicht viable zu machen. Das ist nämlich dein Problem. Der hat doch schon viel bessere Moves. Ach Quatsch, als Silberhauch? Silberhauch? Omniboost. Ja, ja, wenn er dann mal kommen würde. Rainer. Du bist auch so lost, ne? Hast du auch das versteckte Item dir geholt? Ich hab irgendwas getriggert. Oh, geil. Wie man es auch dreht und wendet, du bist definitiv ein Trainer. Aber hier ins Haus der Prüfung zu kommen, die Stärksten der Stärken. Stopp, kurz. Bitte ein bisschen mehr die Stimme verstellen. Dann bist du herzlich eingeladen und bekommst Zugang zum Haus der Prüfung. Na, vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich für Abgangsgrund gegangen bin. Nicht für Abgangspunkt. Ach so, ich dachte, du bist für Abgangspunkt gegangen. Nee, ich habe aus Versehen ein bisschen zu schnell A gedrückt und habe einfach Giftspitzen gelegt. Das war aber gut. Hä? Man kann das Spam? Abgangspunkt? Scheinbar. Okay. Ja, das zweimal in Folge eingesetzt jetzt. Ich glaube, irgendwann konnte man das noch spammen, ja. Das ist ja übel illegal. Was ist? Ja, na, ich kann den ja nicht killen. Ja, nee. Hast du denn kein Irrlicht oder so ein Scheiß? Hab nicht, ne? Ja, ist schwach. Ja, hier ist Route 5, nimm. Jetzt kommt Bell mit und ballert dich weg. Und du hast wieder Sneeble vorne, ne? Natürlich, ich hab immer Sneeble vorne. Jetzt kommt Meteorologe. Das macht ja Damage. Ich kann ja aber die ganze Zeit hin und her wechseln, bis er mal nicht Undrive Dry, bis er mal nicht Abgangsgrund drückt. Ja, und du was Schnelleres draußen hast. Ja, ja, genau, also bist ja da. Okay, jetzt sollte ich ihn rausnehmen können, right? Ja. Sicher? Ich hab ein bisschen Angst. Klar. Weg mit dem Hund. Tank Blaster! Boom! Willst du eigentlich mal Feuermodul haben? Ich hab Elektromodul, Blitzmodul. Ja. Geb ich dem noch nicht. Ja, besser ist. Normal gerade irgendwie ein bisschen geiler ist. So gefühlt. So ein Psychomodul wär's doch. Ja. Stachler! Giftspitzen Stachler, let's go. Alter, das Hazard Game ist auf deiner Seite. Mundlein! Und Dings ist tot! Du hast ihn getötet! Du hast ihn einfach getötet! Ja. Wo ist mein Nidorino? Du kannst ja doch hierher kommen auf jeden Fall. Oh, krasse Musik! Oh. Zwei Legenden in einem Grasfleck. Das ist ja insane. Oh Mann. Ich würde aber trotzdem sagen, die Folge beenden wir jetzt hier. Ja, ja. Ich weiß nicht genau, was Bell von mir will, aber ihr werdet es in der nächsten Folge rausfinden. Die kommt bei Flobertus auf dem Kanal. Das ist natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Wundert euch nicht, warum bei Flo nur Folge 11 und 13 kommt. Ihr Idiots! Und jetzt abschalten und liken und ciao. Tschüss!